Hallo, das Leben ist letztendlich Meditation. Es ist radikale Akzeptanz dessen, was ist in jedem Moment. Wir sind meistens nur so veranlagt, dass wir unsere neurotische Mühle an den Bach zimmern und das Wasser fließt vorbei und fließt und fließt und die Neurose ist da am Knattern und hat andere Pläne, die aber nicht das Leben sind. Wir sind also nicht gegenwärtig. Das ist das Problem. Also ein großes Problem. Und oftmals ist es so, dass viele Meditationsansätze genau dieses Jahr schulen wollen. Also nicht alle Meditationen, habe ich den Eindruck, aber die klassischen Achtsamkeitsmeditationen wie Zen, wie Vipassana, Kontemplation etc. schulen das ja schon. Das ist ja das Ziel. Es gibt aber auch, eben, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, dort Wege, die eher ungünstig sind, weil sie zu radikal sind anscheinend oder die Menschen zu sehr retraumatisieren, die möglicherweise unter Bindungstrauma und solchen Dingen leiden. Die Idee dahinter ist ja die, dass man zum Beispiel da genötigt wird, da sitzen zu bleiben, auch wenn alles schmerzt und wehtut und auch wenn man Flashbacks hat. Das durchzusitzen, ist ja da die Idee, ist letztendlich dieses in diesen Zustand zu kommen, der radikalen Akzeptanz, nicht auszuweichen, nicht wegzukönnen und nicht wegzugehen und sich bewusst top-down dafür zu entscheiden, nicht wegzugehen, sondern da zu bleiben mit dem, was ist. Es nicht umzudeuten, es nicht zu reframen, es ja, durchzusitzen. Und letztendlich aufzubrechen und zu erkennen, dass man es nicht ist, sondern dass man es zwar hat, aber nicht ist. Also man sieht es zwar, man fühlt es zwar, man erlebt es zwar, aber man ist es nicht. Man ist es nur, wenn man voll identifiziert ist mit dem Film, der da läuft. Ja? Und wenn du radikal das akzeptierst, was da läuft, und erkennst, dass du der Betrachter bist, oder Englisch der Observer, dann bist du es ja schon nicht mehr. Das heißt, dann bist du nicht mehr der Film, sondern wenn du aufstehen kannst und sagen kannst, hier, Kino, Licht an, dann ist die Leinwand leer. Wenn du voll assoziiert bist, hast du einen Fokus, befindest dich in einem hypnotischen Zustand. Das ist eine Trance, quasi ein Trance-Zustand. Eine Wirklichkeit. Und das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt in dieser ganzen Corona-Krise ja auch bei vielen Coaches, auch bei vielen Hypnosetherapeuten und Mentaltrainern gesehen. Er hat mich entsetzt. Selbst Leute, die, vielleicht haben die es aus Opportunismus gemacht, weil sie Angst hatten, dass sie irgendwie keine Aufträge mehr kriegen, keine Interviews im Fernsehen oder sonst wie. Das kann ja sein. Das hatten wir ja in anderen Diktaturen auch immer wieder, dass es Leute gab, die sehr systemhörig waren, sehr opportun waren und dann einfach die Lieder vom Führer oder vom Honecker oder von sonst wem mitgesungen haben. Das ist auch heute so, das ist ja klar. Aber man denkt ja dann als Therapeut, gerade diese Leute, oder auch spirituelle Lehrer auch, ja, also zum Teil, diese Leute müssen doch jetzt eigentlich was gecheckt haben, was jemand anders nicht gecheckt hat. Die müssten doch jetzt irgendwie das realisieren, dass das genau das ist, worum es eigentlich geht und worüber sie sonst immer selber reden. Oder, ja, und das ist eben ganz wichtig, also jetzt auch für Therapeuten, denke ich. Das macht alles keinen Sinn, wenn du das nicht lebst. Das ist alles Mist, was du da machst, wenn du nach einer Methode vorgehst und irgendeinen Blödsinn da anwendest mit den Leuten, aber es selber nicht verkörpert hast. Du brauchst diese radikale Akzeptanz in dir,
Und du brauchst die Fähigkeit, auch im realen Leben da draußen aussteigen zu können aus den Filmen selber. Und wenn das nicht gelingt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, eine kollektiv verordnete Trance in Frage zu stellen, weil sonst deine inneren Eltern Amok laufen und sagen, nein, du kannst meine inneren Eltern nicht in Frage stellen. Das, was die sagen, stimmt immer. Ja. Wenn das nicht geht, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob du nicht einen anderen Job anfängst oder schleunigst dir selbst Supervision und Unterstützung holst. Bei irgendwem anders, der das anscheinend auf dem Kasten hat, was los ist möglicherweise. Ich will nicht sagen, dass ich das auf dem Kasten habe, was los ist, aber ich habe zumindest verschiedene Optionen zur Verfügung. Und das ist eben der Punkt. Also ich weiß auch nicht, ob die richtig sind. Das sind alles Hypothesen. Aber ich habe den Eindruck, viele Kollegen waren sich ganz sicher und mit ihren Hypothesen. Also ganz, ganz sicher. Und es durfte keine andere stimmen. Das ist das Problem. Wenn keine andere stimmen darf, dann ist es echt scheiße. Ja, also das ist dann die Hypnose. Ja, und deswegen brauchen wir alle immer wieder eine Dehypnose. Und dafür sollten eigentlich Fachleute da sein, die nicht nur eine Methode anwenden, sondern die es verkörpern und leben, anderen Menschen nicht durch eine Methode, sondern durch auch ihr Sein einen Raum zu eröffnen, das zu erkennen. Und dafür braucht es dann auch viel radikale Akzeptanz und immer wieder Hinterfragen von diesen eigenen Theorien. Und man muss sich auch viel informieren, natürlich in alternativen Kreisen und immer wieder verschiedenste Bereiche, auch aus der Natur, Heilkunde und so weiter, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Situation, zu Rate ziehen. Sonst läuft man nachher vor die Wand. Ja, das geht gar nicht anders. Man hat dann einen Job zu tun, eine interdisziplinäre, multipolare Perspektive aufzubauen. Und das ist echt Arbeit. Und wenn man das nicht macht, ist man halt hochfokussiert und hypnotisiert. Und ja, das ist also nicht wirklich eine Hilfe. In diesem Sinne, schöne Grüße. Ich wünsche dir ein wenig mehr radikale Offenheit und radikale Akzeptanz für die Perspektiven, die dir fremd sind. Und auch dabei das Bewusstsein, dass du nur der Beobachter bist und dass du nicht die Identifizierung bist deines bisherigen Filmes. Okay, gut. Ciao.